Ich begrüße euch ganz herzlich im Track der Kanban Community Days 20 und zwar im Track der Schweiz. Herzlich willkommen. Mein Name ist Rudolf Gysi oder Rudi. Ich bin einer der Mitmacher. Willkommen. Ich bin einer der Leute, die die Idee hatten, so mal diese Konferenz versuchen aufzubauen. Sollte Konferenz sein von Praktiker für Praktiker. Wir sind alle ganz gespannt, wie es läuft. In Wien hatten sie schon Stromausfall, also der Host da hatte Angst um die Akkulaufzeit. Meines Wissens ist der Strom wieder da, also auch der Track Österreich läuft wieder, glaube ich. Wir sind alle so gespannt, was läuft. So, ich knuspere da an der Zeit von Thorsten. Thorsten hält uns einen Vortrag und zwar mit einer gewagten Theorie, ob die Organisationsform nicht dem Wertstrom entsprechen soll. Und als Moderator mache ich das dann so, wenn ihr Fragen habt, Klärungsfragen, was nicht klar ist, fragt direkt. Ansonsten, ich beobachte den Chat. Und wenn Thorsten eine Atempause macht, werde ich ihn mit euren Fragen bombardieren. So. Was haben wir noch, Thorsten? Noch andere Regeln? Ja, also größere Diskussionen machen wir vielleicht zum Schluss. Genau. Sollen wir mal gucken, dass wir durchkommen. Vielleicht klärt sich das eine oder andere noch. Ansonsten bin ich dann auch noch heute und Donnerstag und so weiter im Area, also in der Networking-Area. Genau. Gutes Stichwort, Thorsten. Wenn ihr im Community-Event seid, gibt es in der Mitte einen Button, das heißt Community, da kommt ihr auf ein Remo-Software, steht da. Da muss man sich nochmal einloggen. Das ist ein bisschen doof. Aber da hat es ein dreistöckiges Bistro drin. Und da kann man mit Doppelklick dann im Ich bin Doppelklick noch. gerade gefühlt in drei Sessions. Okay. Du kriegst das sicher hin. Also wenn ihr in Remo seid, könnt ihr da an den Tisch rein und doppelklicken und dann geht eine Breakout-Session auf, könnt ihr mit den Leuten rumquatschen. Sehr coole Geschichte, ich empfehle euch das mal zu tun. Natürlich nicht, wenn Thorsten den Vortrag hält. Auch nicht, wenn Stefan den Vortrag hält. Aber dazwischen. Okay, bevor ich euch da zu Tode quatsche, Warte mal, hier steht noch was im Gruppenchat. Einige aha. Leute warten noch im Lobby und erwarten, dass es dort Ansageöffnung gibt. Ja, da müssten die haben noch einen falschen Link. Das ist so wie das bei Thorsten. Muss das schnell. Das wäre der richtige Zoom-Link. Ich gucke nachher gleich nach, was da läuft. Thorsten, Jo. ich übergebe dir vertrauensvoll die ganze Mannschaft hier. Ich wünsche euch viel Spaß an diesem Talk. Und ich bin jetzt still. Viel Spaß, bis dann. Dankeschön. Meinen Screen seht ihr? Also ich sehe ihn hier auf dem Remote, dann wird es wahrscheinlich auch bei euch. Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk. Es geht im Prinzip um das Thema der Wertstrom als Organisationseinheit. Und im Untertitel habe ich mal noch so ein bisschen gewählt, warum uns Agilität nicht weiterbringt. Das habe ich vor mit euch, so ein paar Vorbetrachtungen, Beobachtungen zu beschreiben, dann mal drauf zu schauen, wie entstehen Organisationen, was sind Grundprobleme von Ja. Organisationen, über organisatorische Schulden bis hin dann zur Wertstromorganisation und wie man das erreichen Bitte? kann. Ach so, ich muss mal gucken. Hörst du? Einige Vorbemerkungen kurz. Also kurz zu mir. Ich sehe mich als überwiegend als Coach. Ich bin schon auch Trainer, Berater und so und habe auch mal irgendwie ein Buch geschrieben und noch ein Yes, I zweites do. Buch. Und hauptsächlich sehe ich mich als Coach. Ist es so irgendwie die Yes, I spannendste Rolle, was. die ich finde. Hier ist irgendein Gespräch drauf. Einschreiben. Kann das mal? Danke. Ist gerade gemutet worden. So, und meine Frage, die mich so rumtreibt, ist, wie schaffen wir wie schaffen wir optimal funktionierende Organisationen basierend auf funktionierenden Teams? Und auch Bekenntnis von mir, ich bin mittlerweile methodenagnostisch geworden. Also ich habe erst das eine, dann das andere, ohne jetzt den Namen zu nennen. Mittlerweile sage ich, wir müssen das machen, was uns weiterbringt. Und jetzt würde mich gleich in der ersten Frage mal interessieren, wer ist denn heute hier? Also, was seid ihr? Seid ihr entweder ein leitender Angestellter, irgendwie Manager oder sowas?
oder leitender Mitarbeiter oder seid ihr ein leidender Mitarbeiter mit D in einem Team oder seid ihr Scrum Master, Product Owner, ein Agile Coach, ein Kanban Coach oder ein sonstiger Berater oder irgendeine Rolle, die jetzt hier nicht aufgeführt ist. Da mal bitte, Rüdi, die Abfrage, dass wir da einfach mal so ein bisschen, ein bisschen sehen können, wer hier ist. Da jetzt mal ein paar Minuten drauf. Wir müssen jetzt die Umfrage sehen. Ja. Ich kann dann nicht einzelne Fragen auswerten. Du machst dann gleich die Anschlussfrage, oder? Ja, die mache ich eigentlich später. Ah, okay. Ist ein bisschen blöd. Ja. Weil das passt jetzt so mit der zweiten Frage vielleicht noch nicht. Siehst du schon den Füllgrad? Ich verstehe die zweite Frage ehrlich gesagt nicht. Ja, die kommt ja auch noch. Kommt auch nochmal. Nur die erste Frage ausfüllen. Wir haben jetzt. Dann kann ich aber den Submit-Knopf nicht drücken. Genau. Ah. Man kann nur quasi gleichzeitig abschicken. Füllen die zweite Frage irgendwas aus. Ich mache die nachher nochmal. Ja, ansonsten. Ja, machen wir so. Ansonsten hätte ich es auch geskippt, um von der Zeit ein bisschen da Speed aufzunehmen. Also es wird noch zünftig gewotet so. Ich würde sagen, in 15 Sekunden beende ich mal die Umfrage. Ist gut. 4, 3, 7, 20, ja, es etwa 5 Leute müssen noch, wenn sie wollen. Gut. Also das soll einfach so ein bisschen einen Überblick geben, wer hier ist und dann gibt mir das auch einen Eindruck. Also ich beende die Umfrage, dann sehen wir die Resultate. Hm? Ja, machen wir bitte. Dann sehe ich auch so ein bisschen wie, die meisten sind Agile Coach, Kanban Coach, sehr gut, dann kann ich die ersten Folien auch irgendwie skippen. Sehr schön, also gut. Dann sind wir ja praktisch unter uns wenn es dann trotzdem so schnell wird, bitte die Bremse reinhauen bzw. dann nachfragen. Okay, also, Dankeschön. Ein paar Beobachtungen von mir, die ich so gesehen habe in der Praxis. Ich rede heute nicht über Fake Agile, nicht über Agile als Methode und nicht als Cargo-Kult, sondern mir geht es um die, die es wirklich gut machen, die es richtig machen, die auch in den Bereich der Wirksamkeit kommen. Allerdings ist meine Beobachtung, die kommen auch nicht so recht voran. Da geht es auch irgendwie nicht so recht vorwärts. Die sind weit entfernt von den 400%, die der Jeff immer als Referenz nennt. Wenn ich einen weiteren Punkt mir anschaue und schaue, wie geht es denn den Menschen mit Agilität, dann sehe ich, dass die Arbeitsverdichtung zunimmt. Ich sehe, dass die Menschen nur noch sprinten und dass sie dabei ausbrennen. Das steht eigentlich im krassen Widersatz zum Agilen Manifest, wo es heißt, wir sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Wenn ich frage, wie sieht es denn mit dem Output aus, dann sagt das Agile Manifest, früh und kontinuierlich ausliefern. Das Agile Manifest sagt heiße Anforderungsänderungen spät, auch spät willkommen. Lieferung funktionierende Software regelmäßig innerhalb weniger Wochen und so weiter. Und das sehe ich auch alles nicht wirklich erfüllt. Und das führt mich dann zu der Frage, wie schaffen wir optimal funktionierende Organisationen, basierend auf optimal funktionierenden Teams. Im Team kriegt man schon auch hin, auch nicht alle, auch nicht jeder und nicht überall, aber im Wesentlichen kriegen wir das hin im Durchschnitt. Darüber hinaus wird es dann schwierig. Ich habe mir mal ein paar Bücher angeguckt und noch einige mehr, was die so zum Thema Organisation empfehlen und so weiter. Und das führte dann zu dieser Einschätzung, die ich erst getwittert habe, die habe ich schon länger, trage ich die mit mir rum, nämlich: Was, wenn wir mit all unseren Bemühungen wie Agilität, Change Management, Human Leadership, New Work und so weiter versuchen, ein Organisationsmodell am Laufen zu halten, das nicht mehr funktioniert? Und da kam dann bei meinem Nachdenken oder Forschen dieses Buch raus und da möchte ich so ein bisschen euch davon erzählen. Es gibt prinzipiell immer zwei Möglichkeiten. Wenn wir das jetzt mal als System nehmen, zum Beispiel eine Organisation, dann können wir einmal im System arbeiten. Wir können also den Rahmen, den das System uns aufspannt, ausnutzen. Und wir können am System arbeiten, nämlich das System verändern. Ja, was, wenn wir versuchen, ein Organisationsmodell am Laufen zu halten, das nicht mehr funktioniert?
Also die Entscheidung, ob wir im System arbeiten oder ob wir am System arbeiten wollen und am System arbeiten können, das System verändern können, ist da, glaube ich, schon eine Kernfrage. Worum geht es? Jetzt kommt die zweite Frage, die zweite Poll, Rüdi bitte. Und zwar mal die Frage in die Runde, wie hoch ist denn der Anteil oder was denkt ihr, wie hoch ist der Anteil an Zeit, in der ein Auftrag in unseren Organisationen eine Werterhöhung erfährt? Sind das 100% oder sind das weniger? Ihr habt da hier eine Abstufung, die ihr seht und schätzt einfach mal so, das ist dann unten die zweite Frage, also bei mir sind sie gerade wieder mit zwei Fragen eingeblendet. Schätzt mal einfach mal so aus dem Bauch ab, wo liegen wir denn da? Das macht auch keinen Unterschied, ob es agil oder nicht agil ist. Das ist kein großer Unterschied. Also was ihr so gesehen habt, was ihr so denkt. Ich habe mir überlegt, in all diesen schweren Zeiten Thorsten, es gibt noch eine Frage von Anne. Was für eine Art von Auftrag denn? Steht da im Chat. Ja, also im Prinzip jeder Auftrag für eine Produktion, eine Softwareentwicklung, also alles, was zu jedem Produkt oder zu jedem, also alles, was praktisch zu einem Output einer Organisation führen soll. Das kann eine Bestellung sein, das kann ein Entwicklungsauftrag sein. Also im Prinzip das, was bei einer Organisation herauskommt und wenn ich da jetzt die Gesamtzeit messe. Danke. Merci. Okay, sind wir mit der Umfrage durch? Ich muss hier immer ein Auge auf die Mute-Schalter halten. Es tut mir leid, ich versuche da mein Bestes, aber es ist ein bisschen wie Flöhe hüten. Ich beende mal die Umfrage, Thorsten. Ja, bitte. Ja. Und? Ah ja, nur runterscrollen. Ups, jetzt habe ich sie hier. Sehe ich sie hier nicht. Also die Mehrheit sagt 10-25%. Und ansonsten gibt es durchaus Optimisten, die bis 80%. Okay. Dankeschön. Ja, das Ergebnis ist enttäuschend. Es ist unter 10%. Es gibt verschiedene Studien, die sagen 3-7%. Es gibt eine Studie, die sagt 0,5-5%. Also ich denke, unter 10 sind wir da auf alle Fälle vorbei. Und das ist auch das, was Kollegen aus dem Agilen, wenn man da mal misst, berichten. Das heißt, wir haben mindestens 90% Zeit, in der in einem Auftrag keinen Wert hinzugefügt wird. Und Zeit, in der kein Wert hinzugefügt wird, das ist Verschwendung. Also wenn etwas keinen Wert hinzugefügt bekommt, dann ist die Definition von Verschwendung. Das heißt, wir haben mindestens 90% der Zeit, die ein Auftrag in unseren Organisationen verbringt, Verschwendung. Also mindestens 90% Wartezeit. Wenn wir uns mal so einen Prozessablauf anschauen, hier oben haben wir so ein paar Prozesse und zwischen zwei Prozessschritten, der jetzt mal hier durchaus aus der Mechanik was genommen, also irgendwie mit Rüsten und Ausführen, das kann man aber auch im Kopfarbeitbereich nehmen. Dann haben wir also, da tun wir hier etwas, da tun wir da etwas und dazwischen haben wir eine Übergangszeit, da liegt etwas danach, nach dem Bearbeiten, es liegt etwas vor dem Bearbeiten. Und das sind eben diese 10%, die in der Ausführung, also wo wir etwas ausführen hier jeweils, und diese Zeit, diese Übergangszeit ist dann in Summe eben die 90%. Ja, was tun wir eigentlich? Wenn man jetzt nochmal diese Verteilung 10%, wo wirklich dran gearbeitet wird, wir stürzen uns auf die 10%, wo dran gearbeitet wird. Das heißt, wir versuchen diese 10%, also die Zeiten, wo Wertschöpfung betrieben wird, auch noch zu verbessern. Das heißt, statt an die 90% Wartezeit zu arbeiten, steigern wir die Effizienz der maximal 10%. Ja, vielleicht versuchen wir doch ein Organisationsmodell am Laufen zu halten, das nicht mehr funktioniert. Eine Randfrage, was sagen eigentlich 90% Wartezeit aus? Das sagt eigentlich auch, wenn man sich das anschaut, dass wir sehr effizient sind. Also in der kurzen Zeit, wo wir was tun, sind wir sehr effizient und erreichen sehr viel. Das heißt, wenn wir was tun, dann sind wir effizient. Nur ist das eben zu selten. Ja, und dann auch noch zu unkoordiniert. Und da ist jetzt die Frage, wo kommt das her?
Und ich denke, wir müssen, statt die einzelnen Prozesse weiter zu beschleunigen, müssen wir das Zusammenspiel der Teilprozesse besser koordinieren. Wir müssen diese 90% Wartezeit verringern. Denn Wartezeit ist immer Wartezeit zwischen Teilprozessen. Also hier, es geht um die Zeit. Und da ist die Frage, wie kann unsere Organisation dazu beitragen, dass das besser wird. Wir müssen Arbeit ins Fließen bringen, ist sicherlich für jemanden mit Lean- und Kanban-Hintergrund keine Überraschung. Die Frage ist dann nur, wie wir es hinkriegen. Und Arbeit fließt immer dann, wenn die Wartezeit zwischen zwei Prozessen eliminiert ist, ist auch klar. Und dazu kommt eben auch noch diese drei Zustände, die so jeder Prozess besitzt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also das ist so das, was wir denken, wie ein Prozess ist. Das ist dann, wie der Prozess wirklich ist, wenn man mal aufnimmt. Und das ist eigentlich, wie der Prozess sein sollte, wenn man mal dann einen Prozess-Redesign gemacht hat. Und dazu kommt noch dieses Thema. Gleiche Farben bedeuten hier gleiche Organisationseinheiten. Wir denken, dass hier diese drei Organisationseinheiten involviert sind. In Wirklichkeit sind hier noch andere daran mit befasst und daran beteiligt. Und eigentlich sollte das in einer Organisationseinheit ablaufen. Zur Frage, wie entstehen denn eigentlich unsere Organisationen und wie sind sie dementsprechend auch aufgebaut? Generell ist eine Organisation dazu da, eine Aufgabe zu lösen. Und wir gehen an diese Aufgabe der Organisation so heran, dass wir die Aufgabe in Teilaufgaben zerlegen. Ja, jetzt hier mal unsere Aufgabe. Das kann zum Beispiel ein Fahrrad oder Schrauben zu produzieren. Also nehmen wir mal was relativ Einfaches. Dann haben wir jetzt hier mal vier Teilaufgaben. Haben also die Aufgabe in vier Teilaufgaben zerlegt. Und im zweiten Schritt übersetzen wir dann die Teilaufgaben in Funktionseinheiten der Organisation. Das heißt, hier jetzt mal die vier Teilaufgaben führen dann dazu, dass wir Organisationsbereiche haben, die Entwicklung machen, die Produktion machen, die Vertrieb machen und die Service machen. Jetzt mal ein Beispiel von Fahrrad oder Schrauben oder was Einfachem. Ist sicherlich in der IT und bei komplexeren Produkten ähnlich. Und damit haben wir auch die Grundstruktur unserer Organisation schon entworfen, nämlich die vertikalen Silos, wie wir sie kennen. Und diese Organisation besteht nun aus funktional getrennten Teilen, aus funktional getrennten Silos, wie es auch ein bisschen despektierlich genannt wird. Und deswegen wird die Organisation funktional getrennte Organisation bezeichnet. Auch Taylor-Ford-Organisation genannt, weil das auf die beiden Taylor und Ford zurückgeht. Ja, und der dritte Schritt ist dann, dass die Teilaufgaben weiter zerlegt werden, und zwar so lange zerlegt werden, bis einzelne Teilaufgaben von einzelnen Personen übernommen werden können. Das heißt, wir haben dann hier nochmal jeweils in diesen Silos einzelne Silos oder Mikrosilos. Ja, da kommt dann das Thema noch dazu. Und das führt dann sicherlich zu dem Thema, dass immer zwischen zwei Silostellen da Wartezeiten auftreten. Eine Frage ist jetzt, wie entsteht eigentlich das Produkt der Organisation? Naja, wenn wir unsere Einheiten dort haben, unsere Organisationseinheiten, dann muss das Produkt da durch. Wer hat den Gesamtüberblick? Niemand. Okay, weil niemand den Gesamtüberblick hat, brauchen wir eine zentrale Steuerung, die die entsprechenden Organisationseinheiten dann steuert. Also brauchen wir hier oben eine zentrale Steuerung und diese zentrale Steuerung nennen wir Management. Das heißt, weil wir hier unten funktional trennen und diese funktional getrennten Silos schaffen, brauchen wir dann eine Koordinationseinheit, die dort durch das Management abgebildet wird. Eine weitere spannende Frage ist, wer hat denn in diesem Setup überhaupt das Ende-zu-Ende-Verantwortung? Die stehen mal noch ein bisschen zurück. Man kann hier schon sagen, niemand. Da kommen wir dann auch gleich nochmal. Also, durch diese funktionale Trennung brauchen wir eine zentrale Steuerung und es hat niemand eine Ende-zu-Ende-Verantwortung. Und damit sind wir auch schon bei den Grundproblemen von Organisationen. Die beiden Grundprobleme sind eben einmal, dass wir durch die funktionale Trennung eine zentrale Steuerung brauchen oder dass die funktionale Trennung eine zentrale Steuerung erfordert. Schauen wir uns jetzt mal an, die funktionale Trennung, zu welchen Problemen führt das? Einmal zu der Frage, wer hat die Ende-Ende-Verantwortung für ein Produkt zum Beispiel? Ja, niemand. Auch das Management hat es an der Stelle nicht. Das führt zu den sicherlich bekannten Themen.
Ein zweiter Punkt, den man beobachten kann, oder der einfach Fakt ist, ist, dass diese funktionale Trennung zu einer lokalen Optimierung führt. Weil jeder für sich oder weil keiner den Gesamtüberblick hat, optimiert jeder Bereich, jede Funktion für sich selbst. Das führt dann zu spezialisierten Abteilungen, das führt zu spezialisierten Teams in spezialisierten Abteilungen und das führt dann zu Spezialisten in Teams in Spezialistenteams oder in spezialisierten Teams. Und durch diesen Vorgang entstehen Engpässe, denn jeder Spezialist ist ein Engpass. Engpass, kurze Definition, ist euch sicherlich bekannt, ist einfach eine Stelle, vor der sich Elemente stauen, weil sie einfach im Engpass langsamer fließen als vor dieser Stelle. Das heißt, jeder Spezialist ist ein Engpass, weil die Arbeit vor ihm sich staut. Man kann dann durchaus formulieren, das ist auch im Agilen nicht ganz unumstritten, dass diese Spezialisierung zu Engpässen führt. Ja, es ist effizienter und so weiter, wie dann immer angeführt wird. Es bleibt dabei, Spezialisierung führt zu Engpässen. Das sieht man immer dann, wenn der Experte für irgendwas mal ausfällt, im Urlaub ist oder wie auch immer, dann fließt es noch schneller, noch schlechter als bisher. Weiterhin führt funktionale Trennung eben zu dieser lokalen Optimierung. Das heißt, jeder Bereich optimiert für sich, wird dann auch nochmal durch Bonusziele und so weiter unterstützt und befeuert. Und damit passiert das, was wir, oder ist das passiert, was wir auch sehen, dass nämlich unsere Organisationen aus für sich lokal optimierenden Organisationseinheiten besteht. Das heißt, jeder sorgt für sich, weil er eben keinen Gesamtblick hat und weil er halt mit seinen Zielen so ausgerichtet wird, dass er möglichst effizient ist. Und das, was die anderen vor oder nach dem Prozess rechts und links macht, das fällt meistens runter. Das heißt, die Gesamtorganisation funktioniert dann eben nicht optimal, weil lokale Optimierungen ein globales Optimum verhindern. Und ein weiterer Punkt ist, dass eben die lokalen Optimierungen zu einem Fokus auf Effizienz führt. Müssen wir mal kurz einen Exkurs machen. Effizienz meint, wie wir etwas tun. Wichtiger wäre eigentlich ein Fokus auf Effektivität, nämlich was wir tun. Es geht im Grundsatz darum, die richtigen Dinge richtig zu tun. Nicht nur bei Agilität, eigentlich generell geht es darum. Und diese Frage, die richtigen Dinge richtig zu tun, zerfällt in zwei Teile. Oder diese Aussage, die richtigen Dinge richtig zu tun, zerfällt in zwei Teilsätze. Nämlich einmal, die richtigen Dinge tun, das meint Effektivität. Und die Dinge richtig tun, das meint Effizienz. Wir brauchen also beides. Effektivität und Effizienz. Und an der Stelle eben auch sehr wichtig, wir brauchen Effektivität vor Effizienz. Das heißt, wir müssen erst schauen, was wir tun, bevor wir schauen, wie wir es tun. Sonst werden die falschen Dinge perfekt getan. Das Dumme ist daran halt nur, dass die falschen Dinge nicht richtig werden, nur wenn wir sie perfekt tun. Und das ist das, was ich auch im Agilen sehr, sehr, sehr viel sehe. Wir haben perfekt funktionierende Teams, die auch perfekt arbeiten, die allerdings an den falschen Dingen arbeiten. Und um herauszufinden, was die richtigen Dinge sind, brauchen wir den Kunden, Review. Um herauszufinden, wie wir die Dinge richtig tun, brauchen wir das Team, die Retro. Das heißt, wir brauchen beides und wir müssen gemeinsam die richtigen Dinge tun und wir brauchen eine passende Organisationsform, die das bietet. Also lokale Optimierungen führen zu dem Fokus auf Effizienz, dass jeder für sich optimiert oder jeder schaut, dass er möglichst effizient ist. Und die führen damit eben auch zu Wartezeiten, nämlich zwischen den Bereichen oder zwischen spezialisierten, auch Mikrosilos, kommt es dann zu Wartezeiten. Das zweite Thema ist, ist die zentrale Steuerung. Wozu führt denn oder zu welchen Problemen führt denn das? Die zentrale oder eine zentrale Steuerung kann der zunehmenden Komplexität der an sie gestellten Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Also durch Marktanforderungen, Produktanforderungen, Technologie, Gesellschaftsanforderungen und so weiter steigt die Komplexität der Anforderungen an die zentrale Steuerung und die kann dem immer schlechter und immer weniger gerecht werden, weil sie einfach überfordert ist vom Prinzip her an der Steuerung schon. Das heißt, zentrale Steuerung ist als Prinzip schon immer stärker überfordert und sie muss daher auch immer stärker versagen.
Das heißt, wir haben hier im Prinzip zwei Probleme, das hier unten und das hier oben. Und das müssen wir irgendwie lösen. Da wieder meine Frage, versuchen wir irgendwie vielleicht doch ein Organisationsmodell am Laufen zu halten, das so eigentlich nicht mehr funktioniert. Kurzer Ausflug noch, Skalierungsframeworks, bringen die nicht was? Ja, leider nicht. Warum? Die haben einen sehr starken Fokus auf Struktur, habe ich auch sehr, sehr lange fokussiert oder favorisiert. Liest man auch in meinem ersten Buch. Ich glaube, dass der Fokus sein muss auf die Wertschöpfung. Und zwar auf die Wertschöpfungsstruktur. Und wir müssen im ersten Schritt uns auf die Wertschöpfung stürzen, die Wertschöpfung organisieren. Das wäre dann der Wertstrom, wenn man mal Produktentwicklung zum Beispiel nimmt. Wir müssen dann daraus die Organisationsstruktur ableiten und wir müssen uns dann im dritten Schritt fragen, wie machen wir das? Also wie kommen wir da hin? Habe ich im Buch beschrieben, komme ich auf die im Weiteren noch ein bisschen noch drauf ein. Schauen wir mal zurück, die letzten 40 Jahre, da gab es einige Initiativen und Bücher. Es gab hier dieses Buch auf der Suche nach Spitzenleistungen. Es gibt das Buch hier vom Deming. Es gab die Lean-Management-Welle, Business-Reengineering-Welle und auch das Agile Manifest. Und die haben im Prinzip alle eine gemeinsame Aussage getroffen oder gemeinsame Aussagen getroffen, die sich in diesen vier Punkten zusammenfassen lassen, nämlich wir müssen funktional integrierte Organisationen aufbauen. Wir müssen die Wertschöpfungsprozesse auf die organisationsexternen Kunden ausrichten. Wir müssen diese Wertschöpfungsprozesse permanent verbessern und wir müssen die Mitarbeiter in die Lage versetzen, eigenverantwortlich zu handeln. Ja, wenn wir jetzt mal schauen, was haben wir davon erreicht? Ja, nicht viel. Was wir gemacht haben, wir haben Veränderungen gespielt, wir haben Business-Theater betrieben, wir haben sehr stark auf Methoden gesetzt, statt irgendwie Haltung zu entwickeln und das hat auch an vielen Ecken und Enden zu Cargo-Kult geführt. Wir haben in Organigramm Kästchen verschoben, wir haben Oberflächenkosmetik betrieben und. Wir haben eigentlich die organisatorischen Schulden erhöht und die Probleme, die es zu lösen gibt, nicht gelöst. Agilität. Im Grundsatz, kurzer Exkurs, warum hat das Agilität aus meiner Sicht nicht gelöst? Im Grundsatz sind Organisationen noch so aufgebaut. Was wir im Prinzip gemacht haben, ist in einigen Stellen so agile Inseln eingeführt zu haben. Ist dann wieder die Frage, wie beschleunigt das Produkt oder staut sich jetzt die Arbeit dann an anderen Stellen? Die Frage, wer hat die komplette Ende-zu-Ende-Verantwortung, ist bei agiler Softwareentwicklung, wenn ich ein Team habe oder ein paar Teams habe, ist es vielleicht einfacher als jetzt bei Dingen wie Hardware, Automobile oder sowas. Also die Frage nach der Ende-zu-Ende-Verantwortung ist auch dort, wo ich Softwareentwicklung sehe, nicht immer komplett umgesetzt, komplett gewährleistet. Ich sehe da also keine Praxisbeispiele, dass das funktioniert. Wir tun sehr viel in Richtung Organisationsstruktur. Da schrauben wir dran rum. Das ist die Aufbaustruktur der Organisationen. Wir tun das in der Hoffnung, dass ein besserer Aufbau der Organisation zu einer besseren Wertschöpfung führt. Ich sehe da keine bis wenig Evidenz. Stattdessen sind die organisatorischen Schulden gestiegen. Besser wäre es, wenn wir an die Wertschöpfungsstruktur rangehen, also an die Prozesse, an die Abläufe, dass die Ablaufstruktur, wie das in der Organisationslehre genannt wird. Das Problem ist an der Stelle nur, dass der Bereich der Ablaufstruktur schwieriger zu erreichen ist. Er ist unsichtbarer und man muss da tiefer einsteigen in Veränderungen. Das geht nicht so schnell wie ein paar Kästchen schieben, also da haben wir, glaube ich, das Problem an der falschen Stelle angepackt. Organisatorische Schulden war kurz gefallen. Die beiden Schweizer Wissenschaftler hatten das mal hier so, der Hans Ulrich und der Gilbert Prost, mal so definiert oder so beschrieben. Unsere ungelösten Probleme von heute sind sozusagen die Restposten unseres Problemlösens von gestern, nur dass dieser Rest immer größer wird, je mehr wir versuchen, ihn mit einem Denken von gestern zu beseitigen. Also organisatorische Schulden entstehen durch das Nichtlösen der Grundprobleme und sie meinen einen in der Zukunft zusätzlich benötigten Aufwand, der durch dieses Nichtlösen der
Grundprobleme entsteht. Also ganz ähnlich zu technischen Schulden zum Beispiel, die Definition. Ja, vielleicht versuchen wir doch irgendwie ein Organisationsmodell am Laufen zu halten, das nicht mehr funktioniert. Dann kommen wir zur Wertstromorganisation, was ich da so vorschlage. Also wir wollen ja die beiden Probleme lösen. Schauen wir uns mal das untere Problem an, funktionale Trennung. Also ein erster Schritt wäre ja, dass wir diese Silos nicht mehr vertikal schneiden, sondern horizontal. Das ist ein Konzept aus den 80er Jahren, nennt sich Prozessorganisation, wo wir... Das ist eine Vision, baut darauf gehend so die Richtung auf, in die man sich bewegt. Frage? Jetzt habe ich nicht... Nein, ist jemand reingekommen und hat das Mikrofon unmuted. Sorry für die Störung, ich war nicht schnell genug. Als Redner habe ich eine Erklärung. Kein Problem. Also es gab in den frühen 80ern mal die Idee, eben solche Segmente zu machen. Das könnten hier in unserem Fall zum Beispiel Wertströme sein, das könnten auch Betrachtungen nach Märkten oder nach Technologien oder so. Und dann hätten wir schon mal funktionsintegrierte Ende-zu-Ende-Verantwortungs- oder funktionsintegrierte Segmente mit einer Ende-zu-Ende-Verantwortung. Wir wollen ja die Frage lösen in unseren vertikal geschnittenen Organisationen, wer hat die Ende-zu-Ende-Verantwortung. Hier hat es das Segment, wenn ich jetzt auf einem Produkt gehe, wäre das dann eben so ein Wertstrom. Das heißt, die Idee ist hier, das, was das cross-funktionale Team im Kleinen ist, also eine Ende-für-Ende-Verantwortung, das in einem kompletten Wertstrom, der dann aus vielen Teams besteht, zu organisieren. Das heißt, alle, die an einem Produkt, an einem Produktfamilie vielleicht sogar arbeiten, von der Entwicklung über Produktion bis zum Service und, die sind dort zusammengefasst in entsprechend des Ablaufs des Wertstroms, also des Wertschöpfungsablaufs. Jetzt haben wir noch ein Problem, wenn wir uns mal angucken, wir haben jetzt hier drei Produkte, die jetzt hier durch unsere Segmente gehen, die brauchen dann immer noch haben immer noch Kontakt zur zentralen Steuerung, was dann ein Stück weit die Verantwortung hier unten abgräbt und sicherlich auch zu Problemen führt. Das heißt, das Problem der zentralen Steuerung wollen wir noch lösen. Das heißt, unten, das können wir verwenden, oben, also die Segmentierung oben, das müssen wir uns noch was einfallen lassen. Es gibt vom Gerhard Wohland, wie hier angegeben, mal so eine Idee der Dynamik, Robustheit durch eine Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie. Das sieht so aus, dass wir statt oben und unten zwischen innen und außen unterscheiden. Das heißt, es gibt ein Zentrum und es gibt eine Peripherie und die Wertschöpfung läuft dann aus vom Zentrum ausgehend nach außen in die Umwelt, in den Markt. Das Zentrum versorgt die Peripherie mit Dienstleistungen. Das heißt, der wird auch vielleicht mal als Kern bezeichnet. 40-Modell der Organisation ist auch bekannt, meint im Prinzip das. Wir haben also hier ein Zentrum, einen Kern, der jetzt Dienstleistungen für die Peripherie, die jetzt hier außen dann die Wertschöpfung abbringt, also Dienstleistungen abbringt. Diese Dienstleistungen können compliance-relevante Leistungen sein wie Geschäftsführung, Buchhaltung, es können administrative Leistungen wie Empfang, Gebäudedienstleistungen sein, das können Informationsversorgung sein, Controlling, Berichtswesen oder eben auch mal eine seltene Expertenleistung, wo es sich nicht lohnt, die in der Peripherie vorzuhalten. Das heißt, das Zentrum sorgt dafür, dass die Peripherie arbeitsfähig ist und nimmt alles, was jetzt keine direkte Wertschöpfung für den Kunden hier am Markt ist, nimmt die ab. Oder nimmt das Zentrum ab. Und die Peripherie erbringt dann die Leistung für den Kunden. Das heißt, hier außen in der Peripherie entsteht die Leistung, die am Markt gefordert ist, die am Markt der Kunde braucht. Und die Peripherie wird ihrerseits unterstützt vom Zentrum. Und damit haben wir auch schon die Struktur der Wertstromorganisation, indem wir nämlich beides miteinander kombinieren, also einmal die Segmente und dieses Modell. Und das sieht dann so aus, dass wir das Zentrum haben, das die Peripherie versorgt und die Peripherie, die teilen wir dann in Segmente, zum Beispiel Wertströme. Das heißt, wir hätten dann hier drei verschiedene Wertströme in der Peripherie, die von einem Zentrum versorgt werden. Und damit erreichen wir eine klare Ausrichtung unserer Organisation auf Wertschöpfung.
Noch kurz zu den Rollen von Zentrum und Peripherie. Die sind gekoppelt über Leistungs- und Wertschöpfungsbeziehungen. Es geht ja nicht um Weisungsbefugnisse. Das ist an der Stelle wichtig zu verstehen. Das Zentrum ist keine Zentrale, sondern das ist einfach eine Rolle, die darin besteht, die Peripherie mit Dienstleistungen zu versorgen. Und es geht in diesen Kopplungen eben wirklich um Leistungsbeziehungen. Und was wir an der Stelle auch endlich schaffen, ist nämlich, dass wir die Steuerung überwinden und dass wir auf eine Regelung oder zu einer Regelung kommen, und zwar Regelung auf lokaler Basis. Steuerung muss ja versagen, weil sie einfach das Ergebnis nicht, also wenn man jetzt kybernetisch das hier sich anschaut, das Ergebnis nicht berücksichtigt. Und Regelung ist an der Stelle immer Steuerung überlegen, weil es einfach auf das reagieren kann, was direkt passiert, schneller ist. Und. Ein gutes Modell, kurzer Hinweis, um so eine Regelung zu erreichen, ist zum Beispiel das Flight-Levels-Modell von Klaus Leopold. Ist auch, glaube ich, also zumindest ist der Klaus irgendwie da, ich glaube, macht auch einen Track dazu. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn dahin? Und dann noch eine kurze Idee auf Open Space Change. Auch Open Space Lean Change genannt oder Lean Change 3.0. Das ist ein iteratives und inkrementelles Vorgehen für Veränderungen. Und es baut auf Einladung und Freiwilligkeit auf. Einladung ist wichtig, wenn wir Einsatz wollen, wenn wir Selbstverpflichtung wollen und auch Verantwortung wollen. Und Einladung macht dann Betroffene zu Beteiligten. Und die Freiwilligkeit führt eben zu Verantwortung und zu Leidenschaft. Wie sieht das aus vom Ablauf her? Open Space Change besteht aus Lernkapiteln. Ein Lernkapitel ist so strukturiert, es beginnt mit einem Open Space, es endet mit einem Open Space und dazwischen werden Experimente gemacht. Die Methodik ist da dann Lean Change, schlage ich vor, kann man auch vielleicht was anderes machen. Und dort werden eben dann Experimente mit agilen Praktiken gemacht, wo dann im ersten Open Space im Prinzip sich was vorgenommen wird, dann werden die Experimente umgesetzt und im zweiten Open Space schaut man dann, was das Ergebnis ist und plant daraus resultieren dann bessere Experimente. Kurz zu Lean Change. Lean Change ist ja im Prinzip, vielleicht kennst du einen oder andere, Lean Startup auf Change Management angewendet, also auf Veränderungen angewendet. Wir beginnen bei Lean Change mit Einsichten, also mit Hypothesen, was könnte wie sein. Daraus entwickeln wir Optionen, wie wir etwas verändern könnten, bauen daraus ein Experiment. Das Experiment führt dazu, dass wir neue Einsichten bekommen, die dann zu besseren Optionen führen und. Das ist so ein Ablauf. Das ist hier 1:1 die Anwendung, wir haben es damals so designt und haben dann Lean Startup genommen und haben das auf Veränderungen übertragen. Also hier in der Mitte machen wir dann dieses iterative, inkrementelle Vorgehen. Und vom Ablauf ist das so ein Lernkapitel, das kann zum Beispiel ein halbes Jahr dauern, 6 Monate, und dann reiht sich ein Lernkapitel an das nächste Lernkapitel. Und so entwickelt sich die Organisation dann fort, indem sie das nämlich nach dem ersten Lernkapitel selber in die Hand nimmt und an der Stelle auch unabhängig von externer oder von der Notwendigkeit externer Unterstützung wird. Wichtig ist an der Stelle mir zu betonen, dass Open Space Change keinen Inhalt vorgibt. Ja, also es wird dort nicht gesagt, ihr müsst das oder das machen, ihr müsst agil machen oder irgendwas anderes, sondern es ist inhaltsfrei. Das heißt, das, was die Organisation braucht, das, was konkret vor Ort notwendig ist, kann dort umgesetzt werden und kann dort eingebracht werden. Es also steht für 100% Freiheit von vorgegebenen Inhalten. Gibt also die Freiheit, das zu tun, was vor Ort dann notwendig ist. So, da sind wir schon durchgeritten. Was ich euch noch mitgeben möchte, das Buch wird dann voraussichtlich ab Dezember verfügbar sein. Es gibt dann auch eine Lounge, ich dann mit dem Buch, eine Webseite zum Konzept. Es gibt dann auch eine Unterseite zum Buch. Dort gibt es dann wieder alle Abbildungen, wie schon beim ersten Buch. Es gibt Ergänzungsmaterial, Fehler und so weiter werden dort auch aufgelistet. Es gibt auch einen Kurs, den ich da gerade baue, und zwar als Selbstlernkurs, um dort unabhängig von irgendwelchen
Hygienebedürfnissen, Anforderungen oder was auch immer zu werden, plane ich das komplett als Lernkurs, den man selbst gesteuert da durchlaufen kann. Ich plane auch so ein Playbook, Wertstromorganisation Playbook. Gibt es auch schon ein paar Interessenten, die da auch mit Lust haben. Dort würde ich auch auf der Webseite erstmal Erfahrungen und Lösungen sammeln. Wenn jemand von euch irgendwie Erfahrungen macht und Lösungen findet, gerne dann auch dort für andere zur Verfügung stellen. Da sind meine Kontaktdaten, wer mit mir in Kontakt treten möchte, sich vernetzen möchte. Und dann danke ich bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein ziemlicher Ritt durch die Thematik. Ich sehe, sind auch noch einige da. Also ich würde jetzt 10 Minuten für Pausen sowas haben. Haben wir? 10 Minuten für Frage haben wir? 12 Minuten? Ja, klar, wir haben Fragen. Ich glaube, die Frage, es gab eine Empfehlung, jetzt muss ich hochscrollen, zur Messung. Du hättest Lead-Time nehmen sollen für Durchlaufzeit. Aber sonst, also ich muss da ziemlich hochscrollen. Wenn jemand die Frage gestellt hat, bitte direkt stellen an Thorsten. Ich suche noch Fragen. Anteil Frage. Würde man Durchlaufzeit in die Frage geben sollen? Ah, okay. Gut. Thorsten, ist ja super simpel, das Konzept. Was glaubst du, das umzusetzen? Wie sieht das in der Realität aus? Ja, also mir fallen da verschiedene Ideen ein, wo man da ansetzen kann. Also einmal glaube ich, dass Flight Levels, dass man da einiges machen kann. Da geht es ja im Prinzip darum, wie fließt Beginn von strategischen Items, wie fließt Arbeit durch unsere Organisation. Das wäre ein Punkt, dass man einfach ganz kanbanmäßig, wo stehen wir heute, beginne mit dem, wo wir gerade sind, wertschätze das, dass man da beginnen kann, also zu schauen, wo kommt denn die Arbeit her, die das Team umsetzt. Ich glaube, einzelne Teams können auch messen. Ansonsten, es ist ein großer Change, ja, also von so einer vertikal geschnittenen Organisation rüberzukommen, ist nicht ohne. Also du, ich habe hier noch eine Lean Change, so ähnlich wie Open Space Agility. Das ist Matthias von Hofen. Ist jetzt so ein bisschen kondensiert. Sagt dir die Frage schon was oder brauchen wir? Ja, die Frage sagt mir was. Also sagen wir so, beide haben einen gemeinsamen Vorfahren, nämlich das Prime OS, was der Dan Messick Ende 2014 entwickelt hat. Das ist im Prinzip genau ein Verfahren, wo ich vorne und hinten einen Open Space habe und dazwischen etwas mache. Der Dan nutzt das dann für Open Space Agility, der Nils Pfleging nutzt das für Open Space Beta und ich nutze den Rahmen für Open Space Change. Also im Prinzip vom Ablauf ist es ähnlich, gleich, gleiche Struktur. Den Unterschied, den ich sehe, ist, wer Open Space Agility machen will, muss 100% Agilität machen. Wer Open Space Beta machen will, muss 100% Beta machen. Das trifft oft nicht die Wirklichkeit in Organisationen. Und dann fängt man an, das irgendwie zu verbiegen. Und da sage ich, lass die Organisation doch frei wählen, was sie braucht. Ein bisschen Agility, ein bisschen Lean, ein bisschen Beta oder was auch immer. Genau, also das ist von der Struktur her sehr klar, sehr ähnlich. Das okay. Zentrum gemäß, das Zentrum ist nicht Teil des Wertstromes. Also der Wertstrom meint, also das Zentrum liefert ja generische Dienstleistungen, also so Rechnungswesen, IT oder. Und das Zentrum leistet auch selber direkt jetzt keine Wertschöpfung für einen Kunden. Wenn es das tun würde, dann wäre es ja Teil der Peripherie. Also die Idee ist, dass das Zentrum wirklich ein Service-Center ist. Die Argumentation für Kern erinnert mich sehr an die Plattform-Teams von Team-Topologies. Da müsste ich jetzt ganz schnell googeln, was Team-Topologies sind. Das sagt mir jetzt gerade nichts oder vielleicht kenne ich es unter einem anderen Namen. Vielleicht kann mir Sören da kurz einen
den Hinweis geben. Ich weiß nicht, ob Sören noch da ist oder auf jeden Fall stumm. Ich sehe ihn gerade. Ah ja, doch, da kommt, es ist ein Link. Ja, jetzt ist jetzt vielleicht, muss ich Flo, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen anspruchsvoller, sich schnell da einlesen in den letzten 3 Minuten deines Talks. Aber Marlies hat noch eine Frage gepostet. Was also ist der Unterschied mit Standard Process Management Organisation? Und sonst muss Sören sich da akustisch beitragen in der Kenntnis. Also ich danke auf alle Fälle mal für den Hinweis. Also vielleicht so generell. Also ich habe gerade den Eindruck, dass es verschiedene Ecken geht, an verschiedenen Ecken, wo es um Flow geht. Also auch das Flat-Levels-Modell oder auch andere Ansätze, das sehe ich schon. Offensichtlich ist das gerade so ein Trend. Und danke für den Hinweis auf Team Topologies. Kann ich gerade nichts sagen, gucke ich mir gerne an. Jetzt bin ich natürlich bei der nächsten Frage auch wieder kalt erwischt im Standard-Prozess-Management-Organisation. Das sagt mir auch gerade nichts, beziehungsweise müsste ich jetzt raten, es gab mal so eine... Wenn Marlies da ist, soll sie die Frage präzisieren. Hab da keine Angst. Mikrofon on und hau mal die Frage raus. Mach mal. Das ist in Zoom unten links bei Stummschaltung, Leute. Hat leider keinen. Oh, das ist doof. Das ist natürlich nachteilig. Okay. Gut, dann kommen wir zum Fall. Ach so, ich hätte sonst noch mal eine ganz andere Frage als Praxisbeispiel. So, in welchen Größenordnungen konntest du denn da schon Erfahrungen sammeln? Also so jetzt diese Umstellung von klassischer Zentrale durch die verschiedenen Silos, hast du ja gesagt, das einmal querzulegen, aufzulösen. Also ich stelle es mir natürlich leichter vor im neueren, kleineren Setup, als wenn ich jetzt irgendwie das große Konzernunternehmen einmal umkrempeln will, wo ja auch noch andere Dinge dazwischen sind. Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Erfahrungswerten sagen? Ja, also das ist also keine reine akademische Sache, sondern was ich gemacht habe, ich habe mir ein paar Organisationen angeschaut. Eine ist zum Beispiel Favi, die auch aus dem Lalu bekannt sind, die diese Microfirms haben. Ich weiß nicht, ob die noch so organisiert sind, die sind ja mal irgendwie übernommen worden. Also die hatten, ich meine, zwischen 30 und 70 Mitarbeiter pro Microfirma und hatten insgesamt sowas um die 500. Ein produzierendes Organisation, also die müssten so organisiert sein. Da kommt man aber nicht an Daten ran, also da hat sich irgendwie keiner. Die Morningstar in Kalifornien, die sind definitiv nicht so. Da hat mich jemand kontaktiert und gesagt, nee, wir sind ein Netzwerk von Gleichgesinnten, also wir sind nicht so aufgestellt. Ich kenne in München ein IT-Haus, Softwareentwicklungsfirma. Die sind jetzt sowas 12 Jahre alt. 120 Mann insgesamt und die sind im Prinzip die haben im Prinzip für sich eine Organisationsstruktur gesucht. Die haben dann solche Segmente in der Größenordnung von 30, also die haben 5 oder 6 Segmente, wo das größte, glaube ich, 30 hatten, die anderen sind ein bisschen kleiner. Die leiden da schon auch an bestimmten Themen. Also es ist jetzt kein leichter Weg, insbesondere wenn man sozialisiert aus der bisherigen Managementwelt kommt. Okay, vielen Dank. Ich glaube, da bleibt, wenn die Frage knackig ist und Thorsten das sofort einfällt, was er sagen will, bleibt noch Zeit für eine Frage. Und sonst, Thorsten? Bist du am Freitag, am vierten Event im Open Space? Ja, klar. Also ich hatte die Kontaktdaten von Thorsten. Also der Mensch hat ein paar Bücher gelesen. Nicht alle haben wir vorhin gemerkt. Thorsten, da müssen wir nochmal drüber reden, dass du da zwei Fragen nicht beantworten konntest. Geht doch am Freitag im Open Space, geht auf ihn zu und löchert ihn doch, der weiß ganz viel. Rüdi, wie machen wir es mit den Folien? Also Folien könnt ihr gerne haben, entweder habe ich sie bei mir auf dem Blog oder über euch, Rüdi? Genau, wir werden das über stabile Noten dann verteilen irgendwie. Okay. Also ihr wisst ja, das ist ein spontan Event geworden. Vor 3 Monaten gab es erstmal die Idee. Heute sind wir hier.
es gibt noch kleine Themen im Bereich Detail, wie verteilen wir die Folien. Wir werden es lösen bis in 2 Wochen. Inkrementelle Produktentwicklung, das läuft. Thorsten, sehr geil. Vielen Dank für den Vortrag. Ich wusste, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Dankeschön. Ich weiß auch, dass das Buch eigentlich im Sommer hätte kommen sollen. Ja. Jetzt wird es Dezember. Warten wir halt noch ein bisschen auf dich. Danke, dass du statt Buchschreiben an den Event gekommen bist. Herzlichen Dank von unserer Gerne. Seite hier. Dankeschön. Danke. So, ja, Applaus. Ich darf natürlich klatschen. Super Sache. Ist im Online ein bisschen komisch, aber ja. Ja, trotzdem. Dankeschön. Gut. Und wenn wir so Abenteuer wagen, wie eine Firma umbauen, mal kurz nach Wertstrom, und wenn wir Teams haben wollen, was ganz sicher kommt, sind Konflikte in Teams, um Teams, etc. pp. Und wenn ihr wissen wollt, was man da so als Notfallkoffer zum Beispiel dabei haben könnte, dann müsstet ihr hier bleiben für den nächsten Talk. Weil Stefan und Julia werden uns ein bisschen was sagen, was so ein Konflikt-Notfallkoffer alles drin haben sollte. Die zwei sitzen schon auf dem Sofa. Ich hoffe, die sind schon sehr ungeduldig und wollen loslegen. Aber wir machen erstmal eine Biopause. Das heißt, ich muss auch eine Cola holen, ein bisschen Energie tanken. Hier geht's weiter zur vollen Stunde. Ich verabschiede Thorsten noch als Speaker und begrüße dann Stefan und Julia. Und dann geht's genau zur vollen Stunde wieder weiter. Uli hat schon Bier, wenn ich das sehe. Ich habe falsch geplant, mein ist leer. Wir sehen uns in circa 5 Minuten. Habt Spaß. Probiert den Lobbyraum aus mit Remo. Das ist ziemlich eine coole Geschichte im Fall. Vielen Dank. Thorsten, super cool. Vielen Dank. Gerne. Stefan und Julia, seid ihr ready? Ja, Stefan kommt sofort. Ja, ich hab Zeit. Ich hole mich dann auch noch mit Cola. Rüdi, hast du den Chat dann? Dass du den Chat auch irgendwie kopierst und entweder an alle, also vielleicht auch mit an alle zur Verfügung stellst und dann auch an mich, weil die sind, waren doch ein paar Hinweise dabei, genau, wo ich mich ertappt fühle. Ja, es waren ein paar gute Sachen drin. Ja, ja, es ist so, wenn ich nach der Session, ich kriege eine Audiodatei, ich kriege eine Videodatei, ich kriege eine TXT-Datei mit dem Text. Ah, wunderbar. Schreib mich sonst morgen oder so an, dann müsste ich dir die Daten geben können. Ja, danke schön. Sehr cool. Sehr gut.